Morgen, meine Damen und Herren, das letzte Mal, dass ich so toll begrüßt wurde, war beim Tigerentenclub. Da war aber der Älteste ungefähr 12 Jahre und da musste ich dann seine Treppe hinuntergehen wie ein Hollywood-Schauspieler. Und dann haben die Kinder auch gerufen, hier kommt er. Die durften dann sagen, Wernie. Also, Frau Richter, Sie waren ja so nett und haben das Wesentliche schon gesagt. Insofern bleibt mir jetzt nur noch Komplementäres. Und nachdem Herr Faltin mich überredet hat, vor einem Jahr hierher zu kommen und ich gerne zugesagt habe, habe ich jetzt eigentlich so viel zu sagen, aber ich habe nur 20 Minuten. Also lasse ich alle Vorreden weg und mache das Ganze sehr kondensiert und sehr konzentriert. Und Sie werden keine schönen Bilder sehen, sondern eher Texte. Aber ich gebe Ihnen ein bisschen eine Einführung in die Art und Weise, wie ich denke. Und das kann dann ja vielleicht auch Grundlage sein für spätere Fragen im Foyer oder in der Lobby oder auch für das Gespräch, was ich mit Frau Richter, was Frau Richter mit mir am späteren Vormittag dann führen wird. Ich habe Bauingenieurwesen und Architektur studiert und habe parallel dazu auch Vorlesungen über Karosseriedesign, über Flugzeugbau, über Textiltechnik gehört und bin dann Architekt und Ingenieur geworden und habe sogar das Glück gehabt, dass ich 2 berühmte Lehrstühle bekommen habe. Glücklicherweise an einer Universität, sonst hätte es mich zerrissen. Und der eine war im Bereich der Architektur und der andere war im Bereich des Ingenieurwesens. Und so war ich immer jemand, der interdisziplinär gearbeitet hat. Das war das spannende Moment. Interdisziplinär ist natürlich auch der Bereich, wo das Gold, das noch nicht ausgegrabene Gold liegt, weil das, was in den einzelnen Disziplinen schon alles geschürft wurde, das kennen wir alles. Aber in dem Bereich zwischen den Disziplinen, da ist weitestgehend noch terra incognita, trotz aller Sonntagsreden, dass wir interdisziplinär sein müssen. Faktisch findet es nicht statt, schon auch aufgrund der unterschiedlichen Sprach- und Denkwelten. Und wenn Sie das jetzt mal auf das Bauen projizieren und feststellen, wie es Frau Richter ja gemacht hat, dass das Bauen eigentlich mit 60% des gesamten Ressourcenverbrauchs, mit 80% des mineralischen Ressourcenverbrauchs, mit sage und schreibe 50% der klimaschädlichen Emissionen und weltweit ungefähr 50% des Massenmüllaufkommens. Massenmüll ist was anderes als Haushaltsmüll, steht, dann merken Sie, eigentlich hat ja das Bauwesen den größten Hebel, um die Geschicke in der Zukunft, die ja ganz wesentlich durch Ressourcen, durch Abfall und durch Emissionen bedingt sind, zu steuern. Und weil wir heute auf dem Entrepreneurship sprechen, gebe ich Ihnen keine Gründungshinweise, aber Sie werden schon merken, anhand meiner Darlegungen und dem, was da eigentlich alles als offene Fragezeichen noch heraussteht, gibt es da jede Menge Gründungschancen und jede Menge, das ist das einzig englische Wort, was ich verwende, Business Options. Ja, die Ihnen zur Verfügung stehen. So zweibeinig, wie man dann eben ist, als Mensch oder als Architekt und als Ingenieur oder als jemand, der sich eigentlich sein ganzes Leben dem Gestalten der Dinge verschrieben hat, aber dann irgendwie festgestellt hat, wenn du das verantwortungsvoll tun willst, musst du mehr verstehen von dem, was hinter den Dingen ist, ist mein ganzes Leben so ein Hin- und Herpendeln zwischen Gestalten und zwischen ganz knallharter wissenschaftlicher Recherche. Und ich würde Ihnen auch raten, dass Sie im Kontext des Sprechens über diese Dinge, von denen ich heute spreche, im Kontext des Sprechens über unsere Zukunft versuchen, möglichst rational zu argumentieren und sich präzise an Begrifflichkeiten zu halten, weil das führt typischerweise schneller zum Ziel, als wenn Sie in irgendwelchen, jetzt zitiere ich Georg Schramm, den Kabarettisten, Worthülsen im Brackwasser der Beliebigkeit versinken. Also, wie denkt jetzt so jemand wie ich, wenn er mit Ihnen spricht? Nun, ich würde mal sagen, trennen Sie bitte immer Ursachen von Wirkungen. Allein diese Forderung ist im politischen Raum schon nicht mehr gegeben und im gesamtgesellschaftlichen bis hin zu den Abendveranstaltungen im Fernsehen auch nicht. Unterscheiden Sie Ursache und Wirkung. Und bedenken Sie bitte, dass Wirkungen Folgen haben und dass Folgen Folgen von Folgen haben. Ich mache das klar an einem ganz einfachen Beispiel. Schauen Sie, wir haben beispielsweise, wir emittieren CO2 in die Atmosphäre, warum auch immer, wir tun es. Das hat eine Wirkung, eine wesentliche Wirkung, neben ein paar anderen
weniger dominanten. Das ist die Erwärmung der kritischen Zone, ein Begriff des französischen Philosophen, viel zu früh verstorbenen Philosophen Latour, der unter der kritischen Zone denjenigen Bereich der Erdkruste ansprach, der vielleicht 1000 Meter tief ist und 3000 Meter hoch, also dort, wo die Lebensgrundlagen der Menschen und der Lebensraum der Menschen sich befinden. Eine Veränderung in dieser kritischen Zone ist eine Veränderung der Randbedingungen menschlichen Lebens bis hin zum Unmöglichmachen. In dieser kritischen Zone agieren und interagieren wir. Und solche Emissionen haben beispielsweise, und das ist etwas anderes als eine pauschale Erwärmung, ein Ansteigen der Jahresmitteltemperatur. Wir haben ungefähr 1,3 Grad Ansteigen der Jahresmitteltemperatur. Korrekterweise müsste man dazu sagen, über die gesamte Erde. Das heißt, an jedem Punkt der Erde wird die Temperatur gemessen und das über 365 Tage, dann wird ein Mittelwert gebildet. Also die Zahl 1,3 ist ein Mittel vom Mittel und die wird referenziert gegenüber einer Basisperiode, gegenüber irgendeinem Vorwert, der im IPCC heißt vor der industriellen Zeit. Jetzt würde jeder sagen, das ist 1765, wir denken an Manchester. Nein, es saß kein Historiker beim IPCC am Tisch, dort wurde definiert, vor der Periode zwischen 1860 und 1900, also als die Industrialisierung in Zentraleuropa schon wieder kalter Kaffee war. Wenn Sie jetzt die Zahl 1,1 hören, dann ist die genauso richtig. Typischerweise wird die Referenzbasis nicht angegeben. Die kommt dann von der NASA. Und Sie können auch noch andere Zahlen hören, die kommen von internationalen meteorologischen Gesellschaften etc. etc. Das heißt, hier fängt es ja schon an. Durch eine einfache Verschiebung der Basisperiode um 100 Jahre hin oder her kriegen Sie ein ganz anderes Ergebnis. Wenn Sie aber die Basisperiode nicht referenzieren bei Ihrer Aussage 1,3, 1,1, 0,9 oder was auch immer, dann können Sie alles sagen oder alles glauben. Und so könnte ich Sie heute locker in die Irre führen. Was ich aber nicht tue. Es hat aber auch was zu tun mit einem Ansteigen der Wintermitteltemperatur. Fundamental. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert ein Ansteigen der Wintermitteltemperatur, also der gesamten Temperatur über den deutschen Winter, bis 2050, das ist gerade mal eine Generation, die man zu 25 Jahren definiert, von ungefähr 2 bis 2,5 Grad. Das bedeutet, im Jahr 2050 brauchen Sie ungefähr 15-20% weniger Heizenergie, um über den Winter zu kommen. Das ist sehr, sehr wichtig, wenn wir über beispielsweise Wärmedämmmaßnahmen sprechen. Oder wir reden von einem Ansteigen der Sommermitteltemperatur als direkte Wirkung dieser Ursache. Würden Sie jetzt sagen, naja, jetzt habe ich mein Haus super gedämmt, damit ich im Winter weniger Energie verbrauche, dann sitzen Sie natürlich in dieser isolierten Schachtel im Sommer, die immer mehr überhitzt und nicht mehr abkühlt, weil die Nächte nicht kalt genug werden. Also tun Sie etwas aus der Wintermitteltemperaturbegegnung, was Ihnen im Sommer dann wieder schadet. Und was wären jetzt beispielsweise Folgen? Schauen Sie, eine der Folgen des Ansteigens der Sommermitteltemperatur ist der Rückgang der Ernteerträge. Das wissen die Agrarwissenschaftler unter Ihnen sehr präzise, dass Sie optimale Temperatursituationen haben, um einen optimalen Ertrag zu haben. Und wenn die Temperatursituationen leicht kühler sind, dann ist es alles gar nicht so schlimm. Aber wehe, sie sind heißer als, wärmer als. Dann schließen die Spaltöffnungen auf den Blattunterseiten, weil die Pflanze versucht, ein Austrocknen zu verhindern. Dramatischerweise nimmt sie aber durch diese Spaltöffnungen CO2 auf. Und wenn die Spaltöffnungen zu sind, kann sie es nicht mehr tun, dann kann sie auch nicht mehr wachsen. Und wenn Sie in der Phase sind, wo eben die Früchte wachsen und es kommt kein CO2 mehr in die Pflanze, dann wachsen weniger Früchte und dann haben Sie Ernteerträge, Einbrüche, die schnell in den kommenden Jahrzehnten, das sagen alle internationalen Agrarwissenschaftler voraus, Größenordnung von 10, 20, 30%, beispielsweise bei Getreide erreichen. Damit merken Sie jetzt, die Ursache hat eine Wirkung, diese Wirkung hat eine primäre Folge. Die Folge ist so gestaltet, dass da offensichtlich Sekundärfolgen auftreten, weil wenn Sie einen Einbruch der Ernteerträge haben, dann haben Sie natürlich Mangelernährung. Unter der Prämisse, dass Sie die bisherige Getreideverteilung aufrechterhalten. Man könnte ja auch fragen, wie viel Getreide steht eigentlich jedem Menschen pro Tag zu? Auch im Kontext dieser Odessa-Getreideausfuhrdiskussion über das Schwarze Meer.
Also wenn die 25 Millionen Tonnen, die die Ukraine jedes Jahr exportiert, zum Tode von so und so vielen 100 Millionen Ostafrikanern führen, stellt sich doch die Frage, wie viel Getreide ist überhaupt da? Also frage ich Sie, wenn Sie die Weltgetreideernte nehmen, teilen Sie durch 8 Milliarden Menschen, durch 365 Tage, dann kriegen Sie das Kontingent für jeden Einzelnen unter der Voraussetzung basisdemokratischer Zustände. Wie viel Getreide fällt Ihnen zu? Jetzt muss ich den Spannungsbogen eigentlich 3 Minuten halten, aber ich habe keine Zeit. Also sage ich es gleich, halten Sie sich fest, 980 Gramm Getreide dürfen Sie jeden Tag essen, bei basisdemokratischer Verteilung. Und von diesem einen Kilogramm ist das Getreide im Hafen von Odessa weniger als ein gestrichener Teelöffel. Das ist eine Quantité négligeable, die bei einem anständigen Verhalten der Menschen untereinander nie und nimmer zu irgendeinem Hungersnot führt. Das muss man sich klar machen. Und das ist ja meine Aufforderung, wenn Sie solche Meldungen in der Presse hören, stellen Sie die Frage, die dahinter steht. Wenn jemand hungern muss, muss man fragen, wie viel ist denn zur Verteilung da? Sie können auch fragen, wie viel werden in Deutschland an Schweine verfüttert? Das sind 60% der deutschen Getreideernte. Wenn Sie weniger Schweinefleisch essen und weniger Rindfleisch, dann ist genügend für alle da. Die Frage ist, ob man das will. Mangelernährung führt hin zur Unterernährung. Zwei grundlegend unterschiedliche Dinge, das muss man differenzieren. Und Unterernährung führt zu Hungersnöten. Und Hungersnöte führen zur Migration. Führen unter Umständen auch, wenn es keine Binnenmigration ist, von Nord nach Süd, sondern von einem Land in das andere, zu Kriegswirkungen. Und diese Leute, die irgendwo hin migrieren, die stellen doch die Frage, jetzt bin ich bei dir angekommen, ich hätte gerne eine Heimat gefunden. Und Heimat heißt, und jetzt berühren wir das Tätigkeitsfeld der Bauschaffenden. Architektur ist, wenn wir den Philosophen Ernst Bloch zitieren, nichts anderes als der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Das ist meine Aufgabe, der Produktionsversuch menschlicher Heimat. Und wir werden fragen, ja okay, wie viele Baustoffe benötige ich denn, um einem Menschen menschliche Heimat zu geben? Wir kommen nachher drauf. So, also welche sind eigentlich die Ursachen in toto? Wenn wir die eher auf das Bauen reflektierenden technischen und ressourcenbezogenen Ursachen verwenden oder ansprechen, dann haben wir ein Wachstum der Menschheit, wir haben einen Ressourcenverbrauch pro Kopf, wir haben eine Abfallentstehung, wobei wir differenzieren müssen zwischen gasförmig, flüssig und fest. Und wir haben Landumwandlungseffekte, die in toto enorme Auswirkungen haben. Ein Teil davon diskutieren wir hier manchmal unter dem Stichwort Bodenversiegelung. Ja, Schaffung von neuen Siedlungen, Schaffen von neuem Straßenraum, von neuen Parkplätzen etc. ist ein Land Use Change. Sie machen einen agrarwirtschaftlich genutzten Boden zu einem besiedelten Boden. Mit allen Konsequenzen. Gehe ich aber jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht ein. Aber schauen wir uns mal das Wachstum der Bevölkerung an. Also wir sind jetzt 8 Milliarden. Nach unseren Schätzungen werden wir zur Mitte des Jahrhunderts ungefähr 10 Milliarden sein. Und dann wahrscheinlich wird es abnehmen und nicht wesentlich größer werden aufgrund von Hungersnöten. Die Wachstumsrate selbst ist seit Jahren kontinuierlich am Fallen, aber sie ist eben immer noch Wachstum. Wäre die Wachstumsrate null, könnte man ja auf die Einsiedlerkrebssituation kommen, könnte sagen, naja, wenn einem sein Haus zu klein ist, zieht er aus und der, der ein kleineres Haus hatte, zieht auch aus. Und so ziehen wir immer von einem Haus zum anderen oder wie im Schwäbischen, wenn die Kinder groß genug sind im Einfamilienhaus, ziehen die Eltern eine Etage höher und die Kinder ziehen unten rein. Und wenn deren Kinder groß genug sind, sind die Großeltern mittlerweile auch tot. Das heißt, alles findet in einem Haus statt. Aber die Situation ist eben nicht so. Sondern wir haben Bereiche, Regionen, Kontinente, wo die Bevölkerung stagniert, die Bevölkerungszahlen. Wir haben andere, wo sie rapide wächst, beispielsweise in Südostasien oder in Afrika, insbesondere in der Subsahara-Situation oder Zone, wo wir davon ausgehen, dass wir innerhalb einer Generation ungefähr 1 Milliarde Menschen Zuwachs haben.
Und da taucht jetzt die Frage aller Fragen auf, was ist eigentlich der Nettozuwachs der Weltbevölkerung? Sag mal pro Sekunde. Also einige werden geboren, bedauerlicherweise sterben andere. Das Delta ist der Nettozuwachs. Das ist der, für den wir Heimat bauen müssen. Und dieser Nettozuwachs sind 2,4 Menschen pro Sekunde. Also wenn ich jetzt 20 Minuten Zeit habe, dann sind es 1200 Sekunden mal 2,4 sind 3000 Menschen während meiner Redezeit, vorausgesetzt, ich überschreite nicht. 3000 Nettozuwachs. Und die Altersverteilung der Menschen weltweit, links Männer, rechts Frauen, ist eben so, dass die Altersstruktur nicht gesund ist im populationswissenschaftlichen Sinn. Sondern sie zeigt ganz klar, dass wir relativ viele junge Menschen haben, was hier nicht erkennbar ist an diesem Diagramm, ist, dass die Menschen immer älter werden. Aber relativ viele junge Menschen heißt, wenn Sie beispielsweise Indien nehmen als Kontinent, in Indien war die Fertilitätsrate 5,2 Kinder pro Frau und Leben im Jahr 1950. Man weiß, wenn Sie eine ausgeglichene Altersstruktur in einer Bevölkerungssituation, einer Bevölkerungsgruppe haben, dann haben Sie bei 2,1 Fertilitätsrate Stagnation des Wachstums. Dann bleibt die Bevölkerung konstant. In Deutschland haben wir deutlich unter 2 derzeit. In Indien hat man 2,1 erreicht. Ein gigantischer familienpolitischer Erfolg von 5,8 auf 2,1 innerhalb von 2-3 Generationen. Aber die Altersstruktur ist ungesund. Es gibt in Indien eine riesige Zahl, 700 Millionen ungefähr von Menschen, die sind jünger als 25. Und wenn jetzt jede Frau aus dieser Altersgruppe 2,1 Kinder bekommt, dann haben sie einen Zuwachs in Indien trotz vorbildlicher Familienpolitik innerhalb von einer Generation von 500 Millionen Menschen. Also sie dürfen eben nicht nur die Fertilitätsrate nehmen und nicht das Wachstum, sie müssen gucken, wo und wie ist die Altersstruktur und was bedeutet das. Und das hat enorme Auswirkungen auf das Bauen, irgendwo und damit natürlich auch auf unsere Gegend hier. Tasten wir uns kurz vor über den Ressourcenverbrauch pro Mensch. Die Menschheit selbst hat ein Wachstum gehabt von 1970 bis jetzt von 3,7 auf 8 Milliarden Menschen. Der Ressourcenverbrauch, eine Ressource ist etwas anderes als der Baustoff selbst. Eisenerz ist die Ressource, Eisen ist der Baustoff bzw. Stahl, ist gestiegen von 7 auf 12. Wenn Sie jetzt die Bevölkerungszahl mit dem Ressourcenverbrauch multiplizieren, dann ist das Ganze angestiegen von 26 auf 96 Milliarden Tonnen im Jahr. Tendenz rapide steigend. Rapide steigend. Insbesondere aufgrund der unglaublichen, ich nenne es Nachholbedarfe in den Ländern der sogenannten, heute sagt man nicht mehr Dritten Welt, heute sagt man globaler Süden. Das ist wieder so eine begriffliche Verwässerung ohnegleichen. Weil sie natürlich Australien nicht zum globalen Süden zählen, obwohl es im Süden liegt. Aber das ist wieder diese irreführenden Momente. Ne? Wir kommen nachher nochmal drauf. Wenn Sie jetzt sagen, okay, das ist das Wachstum und so viele pro Sekunde und 6,6 Milliarden Menschen wohnen in dem sogenannten globalen Süden, von dem wir immer sagen, dort muss das Bevölkerungswachstum eingebremst werden und das Standardargument ist, indem wir Wohlstand dorthin bringen. Und Wohlstand heißt also Bildung und Gesundheit und damit Arbeit und Produktivität und was alles wir so glauben, dass Wohlstand denn sei. Die Glücksforschung weist ja auf etwas anderes hin, aber wir glauben zumindest mal, das alles ist Wohlstand. Das bedeutet doch aber auch, wenn wir Bildung dorthin bringen wollen, wo es sie nicht ist, dass wir Schulen bauen müssen, Kindergärten, Schulen, Universitäten. Wenn wir Gesundheit dorthin bringen wollen, wo sie nicht ist, brauchen Sie Arztpraxen, Krankenhäuser, Unikliniken. Sie brauchen die Universitätskliniken, die die Ärzte ausbilden, die dort arbeiten. Sie brauchen die Infrastrukturmaßnahmen hin zu diesen Einrichtungen und die Infrastrukturmaßnahmen rückwärts, beispielsweise Abwasser. Wie viel Baustoff ist das denn pro Mensch? Nun, in Deutschland ist es ungefähr 220 Tonnen pro Mensch. Ein deutscher Bürger besitzt 450 Tonnen Baustoffe. So plus minus 10%. Keiner weiß, wie schwer ist der Kölner Dom denn ganz genau. Aber es kommt jetzt auf die Zehnerpotenz an und nicht auf die Nachkommastelle. 450 Tonnen. Ein
Bürger im globalen Norden, nennen wir es mal die Industrieländer, untere Grenze, ungefähr 330, plus minus 10%, schreiben Sie es nicht so genau auf. Es geht um die Dimension. Ein Bürger im globalen Süden 75. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, naja, der globale Süden, wir heben ihn zumindest so weit an, dass er die untere Grenze der Industrienationen erreicht hat, was die Baustoffversorgung betrifft und damit das Angebot an Gebäuden, Schulen, Krankenhäusern und so weiter, ist das Delta von 335,70, also 260 Tonnen multipliziert mit 6,6 Milliarden. Das ist eine Zahl, die ist so groß, dass sie nichts anderes darstellt als das Doppelte der existierenden gebauten Welt zu bauen in einer Generation. Plus die 2,4 Kinder oder Menschen pro Sekunde Zuwachs multipliziert mit 335, sind ungefähr 800 Tonnen pro Sekunde, die sie aus der Erde herausholen müssen und irgendwo verbauen müssen. Wann sie denn dieses Ziel, das wir ja alle seit Jahren proklamieren, aufrechterhalten wollen. Und wenn Sie jetzt die Baustoffakkumulation anschauen, dann sehen Sie, was die Akkumulation denn ist, nämlich von heute in einer Generation von ungefähr 1 Milliarde Tonnen Baustoffe, die bestehen, auf ungefähr 4,2, 4,3 Milliarden ansteigend. Und Sie werden merken, irgendwie geht das alles gar nicht, das kann gar nicht sein. Wir haben die Rohstoffe nicht, wir haben die Energie nicht und die Emissionen, die entstehen würden bei der Herstellung dieser Baustoffe, würden uns mehr oder weniger umbringen. Aber das sind die Fakten. Und jetzt ist Wissenschaft gefragt und Innovation und Entrepreneurship. Jetzt muss man Wege finden aus diesem Schlamassel mit 2M und 2S und 2L. Schauen wir uns noch mal etwas anderes an. In dem Diagramm, das ich gerade zeigte, habe ich nicht angesprochen, potenzielle Flüchtlingsbewegungen. Ich habe einen Begriff eingeführt, der heißt die 20 bis 40 Grad Zone, gemeint ist 20 Nord bis 40 Nord. Das ist die gestreifte Zone, die ist von der unteren Kante bis zur oberen 2200 Kilometer breit. Das heißt, die können Sie mit einem Auto durchfahren, vielleicht in 3-4 Tagen. Wenn Sie vom unteren Rand von 20 Grad Nord auf 40 Grad Nord fliehen wollen, migrieren wollen. Warum sollten Sie das tun? Nun, weil das die Zone ist, in der Sie die unangenehmste Wärmeentwicklung und Entwicklung von Trockenheitsgebieten im gesamten Global Warming haben. Sie merken das ja in Südfrankreich, in Portugal, in Spanien, an den Geschehnissen in Italien, dramatische Ernteeinbrüche. Das Mittelmeer ist im Wasserstand höher als der Po. Das Salzwasser läuft auf 50 bis 60 Kilometer. In die italienische, norditalienische Tiefebene hinein versalzt das Grundwasser. Diese Effekte treten an anderen Orten auf. Die ganze Levante-Küste, alle sind heimgesucht. Wir hören weniger von Indien und weniger von China. Dort sind die Probleme teilweise ähnlich. Jetzt häufig auch mit Hochtemperaturfeldern versehen. Das heißt, dass sie Temperatursituationen haben über mehrere Tage, die den Exotherm arbeiten, Maschine, Mensch, am Abkühlen behindern. Sie sind ja darauf angewiesen, dass sie durch Atmung und durch Transpiration gekühlt werden. Und wenn sie nicht mehr transpirieren können, weil die Kombination zwischen Luftfeuchte und Lufttemperatur ihnen den Schweiß einfach nicht mehr absaugt auf der Hautoberfläche, dann kollabieren sie innerhalb von 5 Stunden infolge von Hyperthermie und sind tot. Sie überhitzen innerlich. Und diese sogenannte Kühlgrenztemperatur, da wo der Körper nicht mehr kühlen kann, da ist man eben im Bereich Pakistan, Indien, Afghanistan, diesen ganzen Ländern in den vergangenen Jahren immer wieder relativ nahe hingekommen. Mit dem Ergebnis, dass es jede Menge Hitzetote gab, aber auch jede Menge der Menschen, die einfach nicht mehr arbeiten konnten. Draußen auf den Feldern, auf den Baustellen. Und Felder heißt natürlich Ernten. Aber wenn die Menschen nicht mehr raus können, weil sie sich sonst ihrem eigenen Tod oder Kollaps ausgesetzt fühlen, dann haben sie natürlich Ernteprobleme. Und wenn das in dieser Zone stattfindet, die tragischerweise die Zone ist, in der die Mehrheit der Menschen lebt, mit 4,5 Milliarden Menschen, und sie sagen, naja, auch wenn nur 10% nach Norden migrieren, dann ist es eine Migration von 450 Millionen Menschen, die alle sagen, wir sind jetzt bei euch. Dürfen wir bei euch leben? Dürfen wir bei euch arbeiten? Dürfen wir bei euch? Gebt ihr uns auch eine gebaute Heimat? Also pro Mensch mal 70 bis 330 Tonnen und Kapital.
Was bedeutet das alles? Wir müssen zukünftig, ich mache das jetzt kurz, in Bezug auf die eingesetzten Baustoffe schauen. Wir müssen mit weniger Material bauen, das ist ja offensichtlich. Wir müssen einen maximalen Einsatz von Sekundärbaustoffen pflegen, das heißt also bauen mit Rezyklaten. Dieses Massenmüllaufkommen zurückführen auf wieder benutzbare Dinge, Sekundärbaustoffe. Wir müssen die transportbedingten Emissionen reduzieren. Sie glauben gar nicht, wie viel sie emittieren, wenn sie diese hohen Tonnagen, die in so ein Haus hineinlaufen, über große Distanzen mit Lkw zu transportieren haben. So ein Lkw, der emittiert ungefähr 300 Gramm CO2 pro Tonnenkilometer. Da brauchen Sie 10 Bäume, die einen Tag lang arbeiten, nur um eine Tonne, einen Kilometer mit dem Lkw zu transportieren. 10 ausgewachsene Bäume, einen Tag. Sie müssen emissionsarm bauen, und zwar in allen Umlaufphasen. Es gibt ja diesen dummen Begriff vom Lebenszyklus. Ne? Also ich meine, ein Gebäude lebt nicht und ein Gebäude unterliegt auch keinen Zyklen. Das ist wieder diese Übersetzerei aus dem Englischen ins Deutsche, ohne nachzudenken. Ein Cycle ist eben im Englischen etwas anderes als ein Zyklus im Deutschen. Gehe jetzt aber nicht darauf an, deshalb verwende ich immer wieder das Wort Umlaufphase. Und jetzt energiesparendes Bauen? Fragezeichen. Müssen wir Energie sparen? Sagen Sie ja. Sage ich warum? Haben Sie keine Antwort. Die Sonne strahlt 10.000 Mal mehr Energie auf die Erde ein, als die Menschen für alle Funktionalitäten benötigen. Wo ist das Energieproblem? Zusätzlich haben sie Windenergie, Wellenenergie, Geothermie. Wir baden in Energie. Wir haben keine Erneuerbare, weil Energie kann man nicht erneuern. Hätten Sie in der Physikprüfung im Abitur gesagt, ich kann Energie erneuern, wären Sie durchgefallen. Trotzdem reden alle von erneuerbarer Energie. Wir müssen vielleicht sagen, nicht verbrennungsbasierte Bereitstellung von Energie. Dann denkt man aber auch anders. Ne? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Wenn Sie Worte und Wortinhalte präzise verwenden, dann denken Sie anders. Denken Sie mal an Wittgenstein. Denken Sie an Wittgenstein. Habe ich jetzt noch ein paar Minuten, weil ich habe ja später angefangen. 2 Minuten. Eine, wenn ich immer ganz böse bin, sage ich zum Publikum, soll ich aufhören oder soll ich weitermachen? Ne? Nein, nein, nein. Wir reden vielleicht noch ganz kurz über Emissionen. Trevit, also ganz schnell. Schauen Sie, also die Emissionen, ich hatte vorhin schon drüber gesprochen. Wenn wir das wissenschaftlich sehr präzise machen wollen, dann müssen wir sagen, ja welche denn, was für welche denn? Ja, es gibt energiebedingte Emissionen, wenn Sie beispielsweise Zement herstellen, dann emittieren sie CO2 in einer Menge, die 7% der weltweiten Emissionen betrifft. Die Hälfte davon sind energiebedingt, das heißt Emissionen, die beim Verbrennen von Öl und Gas entstehen, um das Material auf 1450 Grad zu erhitzen. Und dann, wenn es erhitzt ist, findet eine chemische Reaktion statt, nämlich die Umwandlung von Kalkstein zu Klinker. Und da entstehen wieder CO2-Emissionen, das ist die zweite Hälfte. Das heißt, wenn Sie Zement rein wasserstoffbasiert hochheizen auf 1450 Grad, können Sie maximal die Hälfte der Emissionen reduzieren. Das sind die prozessbedingten. Und so haben Sie überall energie- und prozessbedingte Emissionen. Und wenn Sie ein Problem lösen wollen, macht es sehr viel Sinn, dass Sie das genauso differenzieren. Und die energiebedingten, die tauchen beispielsweise auf beim Herstellen der Baustoffe, bei deren Transport, bei Einbau und Montage. Und eine zweite Gruppe sind die Emissionen in der Nutzungsphase, also Ihr häuslicher Verbrennungsprozess im Keller zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser. Die rot unterlegten hier, das sind die grauen Emissionen, die sind sofort da. Am Tag des Einzugs sind die bereits in der Atmosphäre. Darüber redet niemand. Was wir angreifen mit allen politischen Mitteln, sind die Emissionen in der Nutzungsphase. Jetzt könnte man ja die Frage stellen, wie verhalten die sich zueinander? Nun, wenn Sie heute ein Gebäude errichten, dann sind die grauen Emissionen beim Tag des Einzugs ungefähr 50% der gesamten innerhalb der nächsten 50 Jahre entstehenden Emissionen. Also wenn wir jetzt eine Tonne emittiert haben als graue Emission, dann haben wir in der Nutzungsphase aufakkumuliert über 50 Jahre nochmal eine Tonne.
aber eben immer kleine Einheiten aufakkumuliert. Damit stellt sich doch die Frage, was ist denn schlimmer? Jetzt eine Tonne in die Atmosphäre zu stellen oder das langsam aufakkumulieren zu lassen? Oder das Akkumulieren abzubremsen, was wir mit unseren Gebäudeenergiegesetzen tun? Nun, die Rechnung ist vergleichsweise einfach. Schauen Sie das linke Bild an. Das ist natürlich erklärungsbedürftig, ich verstehe das, nehmen Sie an, das hier sind die grauen Emissionen. Die sind emittiert und die bleiben über die Zeit bis 2050 in der Atmosphäre, da verändert sich nichts. Und jetzt in der Nutzungsphase, da werfen Sie Ihren Ölbrenner im Keller an für Raumwärme und Warmwasser. Und wenn Sie nichts machen, dann geht es einfach so hoch und irgendwann in 50 Jahren sind Sie auf der Größe der grauen Emissionen. Wenn Sie aber Paris Treaty einhalten, das Pariser Klimaschutzabkommen, dann dürfen Sie ja nach 2035, 2040 gar nicht mehr emittieren. Das heißt, die jährlichen Emissionen werden langsam null. Und deshalb geht diese Kurve hier unten, die grüne Feld, gegen eine horizontale Tangente. So, und jetzt begebe ich mich in das Jahr 2050 und sage, was hat den größeren Schaden hervorgerufen? Die grauen Emissionen im Jahr 2022 oder die peu à peu Emissionen in der Nutzungsphase? Dann ist der Schaden der grauen Emissionen zwischen 8 und 12 Mal höher. Und dann stelle ich die Frage, warum reden wir nie von grauen Emissionen? Warum greifen wir die nicht an und setzen stattdessen eine unheimliche Mühe und gesetzgeberische Detailliertheit in der Bekämpfung einer Sache, die man faktisch als Quantité negligeable bezeichnen könnte, wenn wir vom Neubau sprechen? Und vielleicht noch ein letztes, und dann höre ich auf, sonst bekomme ich Ärger. Man hört ja immer, also wir werden Net Zero, was auch immer das bedeutet, 2050. Jetzt muss man natürlich im Wahlkampf den anderen übertreffen und sagt 2040. Da kommt dann exakt 2035. Sie können sagen, was Sie wollen, das ist alles irrelevant. Alles irrelevant. Es kommt auf was ganz anderes an. Es kommt nicht auf irgendein Jahr an, sondern es kommt auf Folgendes an, nämlich die Frage, wenn ich das 1,5-Grad-Ziel einhalten möchte, wie viel darf ich denn noch in die Atmosphäre abgeben? Unter der Voraussetzung, dass ich heute im Jahr 2022, Entschuldigung, eine Bilanz ziehe, eine Bilanzierungsgrenze setze und sage, ab heute darf ich noch. Und es sind 290 Milliarden Tonnen CO2. Jetzt werden Sie sagen, ist ja unendlich viel. Dazu müssen Sie wissen, die Menschheit emittiert pro Sekunde 1300 Tonnen. Und wenn Sie miteinander dividieren, finden Sie heraus, wenn wir so weitermachen wie bisher, was wir ja nicht tun, wir haben einen Anstieg weltweit, würden wir so weitermachen wie bisher, ist das CO2-Ziel in 6,5 Jahren gerissen. Und dann geht es aufwärts Richtung Einbruch der Ernteerträge. Wir haben also ein Volumen zur Verfügung und nicht einen Zeitpunkt einzuhalten. Und wenn Sie dieses Volumen in diese weiter so wie bisher Überlegungen reinstecken, dann haben Sie da dieses Rechteck. Dessen Fläche sind 290 Milliarden Tonnen, das Integral unter der Linie. Sie können auch jedes andere Integral nehmen, beispielsweise das unter der weiß gestrichelten oder unter der schwarz gestrichelten. Da unten drunter ist immer die Fläche 290. Es kommt also nicht auf den Endzeitpunkt an, sondern es kommt darauf an, dass wir irgendeinen Weg finden, diese verfügbare, noch zulässige Kontingentierung von 290 über die Zeitachse zu leisten. Und weil klar ist, dass wir nicht in der Lage sind, ab morgen eine dramatische Reduktion herbeizuführen, wird es wahrscheinlich eher etwas sein wie die schwarze Kurve. Und dann sind Sie in der Tat irgendwo bei 2035. Nur müssen Sie diese Kurve angehen. Die Proklamierung, die Proklamation eines Jahres als Zielerreichung ist sinnlos. Sie müssen in Tonnagen rechnen und Sie müssen sagen, okay, um wie viel bin ich denn jetzt von diesen Tonnagen schon runtergekommen? An dieser Stelle mache ich jetzt Schluss. Das eine oder andere können wir dann vielleicht in unserer Podiumsdiskussion noch ansprechen. Ja? Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.